Puh, ja, doch, soll gelingen, gerade so. Und dann kannst du ihm Pyro vorzeigen, was selbstverständlich natürliches Feuer erzeugt, auch ohne Brennmaterial. Ist er sehr dankbar drüber. Ihr müsst es so da unter Wasser aufbewahren, sonst entzündet es sich bei Berührung mit Luft. Effendi, Wasser ist heilig. Nun Wir haben ja, nicht viel Wasser. ihr müsst ja nicht viel Wasser haben, ihr müsst bloß dieses Mittel unter Wasser aufbewahren. Es muss nicht viel sein. Ein Glasgefäß reicht völlig aus. Oder ein Tongefäß, wenn ihr solches besitzt. Okay, Fendi, ich gebe dir die Salbe. Ah, wunderbar. Und dann Ich. bekommst du im Gegenzug eine Kaktussalbe. Okay, wieder halt die. Welche Mengen reden wir davon? Von wie vielen Tagen? Es ist ein kleines Tongefäß, was er dir geben wird. Das ist jetzt ungefähr 4, 5 Tage, Alles wenn du klar. es alleine aufträgst. Natürlich. Ich habe gesehen, wie verschwendet meine Gefährten dann umgehen. Genau das. Mal schauen. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst etwas, wie ich euch helfen kann? In einer Weise? Er bietet dir einen Wasserschlauch an, von einer Wasserpfeife. Nein, danke, ich brauche noch meinen klaren Geist bei mir. Aber vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Rastula Milch. Konchenes. Ja, sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich brauche einen klaren Geist hier, wenn ich die Wüste durchqueren will. Aber vielen Dank. Ihr reist besser mit Rashtulas Segen als. Gut, geht, geht, geht. Ja, vielen Dank nochmal für die Salbe. Also, ich will dann rausgehen. Nun, wo sind denn die anderen schon wieder? Ach, da hinten. Hallo! Ja, im Prinzip kannst du aus Kakteen jetzt eine ganze Menge mehr machen. Also das, was Eldan Gorbas als Quark was Eldan, was das, was Bauer Rogel als Kamelquark angerührt hat, machst du dann eben aus Kakteen. Und wenn dir halt eine Kaktu wenn dir ein Kaktus begegnet, dann könntest du da eine ganze Menge eben draus gewinnen. Also nicht nur Wasser kannst du daraus zapfen, sondern eben auch die verschiedenen anderen ja, Okay, aber hilfreichen Dinge. Kakteen wachsen auch bloß in Oasen, nicht mitten in der Wüste irgendwas, oder? Genau. Okay. Ja. Das seid ihr. Was treibt ihr denn schwer hier? Gideon ist gerade wieder dabei, auf seiner Flöte zu spielen. Oh, nicht schon wieder. Wir hören uns gerade den bezaubernden Klang von Gideons Flötenmusik an. Ja. Omar kann einstimmen mit seiner Nasenflöte. Oh nein. Ihr solltet wirklich üben. Üben, üben, üben. Das kann Ja, ja aber kein. was denkst du denn, tue ich denn hier? Das kann ja kein Mensch mehr anhören. Also, das klingt wirklich grausam. Oh. Dann, aber ich Ich habe doch lerne. jetzt so viel Zeit zum Lernen. Ich lerne noch auf dieser Flöte zu spielen. Sie war ein Geschenk einer Dryade und ich glaube, so mitten in der Wüste funktioniert sie nicht. Soll ich vielleicht das Ganze ein bisschen untermalen? Hast du auch ein Instrument zu bieten? Ja, los, steig ein. Also ich kann ein bisschen klopfen. Julian würde erstmal eine andere Flöte raus und auf der spielen. Das ist einfacher. Ja, Blockflöte. Ey, dann würde jetzt. Dann würde jetzt Kram in seinem Rucksack seinen Holzlöffel und seine Holzschale rausholen und auf der klopfen. Ich glaube, ich verlasse die dritte Gruppe. Dann setzen wir uns jetzt in unserem Aufenthalt hier in der Oase an den Straßenrand, machen ein wenig Musik und vielleicht kriegen wir ja die ein oder andere Münze. Auf der Schäferflöte zu spielen klingt deutlich angenehmer, beziehungsweise. Also ich will einfach singen für mein Klopfen, weil ich Musizieren nicht habe. Ey, das ist sogar gelungen! Klopfe halb rhythmisch mit dem Takt. Ich muss auch auf Singen ausweichen. Also. Geil. Komm, Chip, wofür hast du den? Du hast vollkommen recht. Schicksalspunkt für die 18. Das Charisma. 18. Das Und reicht. damit habe ich einen Punkt über. Zwei Punkte sogar. Nee, ich habe ja Max THW 0. Ach so, das meinst du ja. Okay, ja, so könnt ihr am Straßenwegesrand der Oase sitzen, um das Wasserloch herum und euch dann gegenseitig musizieren, während
Priodor sich die Ohren zuhält und ich würde explizit weggehen. Der Gruppe. Weggeht und darauf wartet, dass endlich seine Novalis wiederkommen. Kriegen wir auch Münzen? Frosty, Prios dir zur Ehre, so einen schönen, tollen Prios-Choral. Wie ist da die Erschwernis, das auf der Flöte zu spielen? 3. Den Text erkennen, oder? 3. Ihr bekommt keine Münzen, ihr bekommt ein geschnitztes Kamel aus Kaktusfleisch von einem kleinen Kind. Kommt an und überreicht euch ein geschnitztes Kamel aus Kaktusfleisch. Aldan freut sich sichtlich. Sehr schön. Übrigens, Priodur, du hörst, wie gesagt, dann Prios deine Gnade auf der Schäferflöte, so Panflöte. Mhm. Da musst du jetzt eigentlich gesanglich einstimmen. Komm, wofür hast du im Prinzip ihr Kodex hier? Komm. Sogar mit 7 Punkten übrig, sogar echt ordentlich gelungen. Wird mit Summe aus der Entfernung. Der Fuß, der Summe. Der Fuß wird mit. Der wippt so mit. Dann kommt das Summe. Kinn. Komm, sing. Körperlich, oder zu Summe, ob ich es hinbekomme? Mal gucken. Körperlich, ja, ist das. Summe. Was bist du denn für ein Prajas-Geweihter? Steig ein. Die ganzen CRW-10, richtig gut. Priodur-Chor-Knabe. Ja, ich summe mit aus 20 Meter Entfernung. Und wippe so an, wie so meinen Kopf. Und Laudato si, o mi signore, laudato si. Ja, du wird natürlich ständig angewunken. Ignoriere euch. Ja, nach 4 Stunden der Rast und jeweils einem eigenen kleinen Kamel aus Kaktusfleisch, selbstverständlich getrocknet, damit das dann nicht kaputt geht. Natürlich kann das noch brechen, aber es wird zumindest nicht weiter vergammeln oder verschimmeln. Könnt ihr euch den Novadis wieder anschließen und die Reise in die Kom geht weiter. Stunde um Stunde. Meine Freunde, wir haben Gerüchte von einigen Begebenheiten mitbekommen. Das schwarze Kamel mit Flügeln wurde gesichtet. Solltet ihr es sehen, dann schließt sofort die Augen. Wer seinen Schatten auf sich zieht, wird ewig verfolgt. Gerade ihr, Priodur. Rashtula Akbar. Ein schwarzes Kamel mit Flügeln. Und gülden, rot leuchtenden Augen. Es klingt nach einem dämonischen Geschöpf. Wir nennen es das schwarze Kamel. Seid ihr ihm schon einmal begegnet? Oder ist es nur ein Gerücht? Wir haben es gesehen. Aber ihr solltet sofort eure Augen schließen. Und ihr solltet niemals in seinen Schatten kommen. Er ist der schlimmste Geier von allen. Wie sagt doch ein Kamel. Ein geflügeltes. Nee, es ist groß wie ein Kamel. Als ein Geier. Ein geflügelter Geier, groß wie ein Kamel. Das schwarze Kamel mit Flügeln. Gut. Ich sehe schon. Und Augen wie Kohle. Ihr pflegt euren eigenen, wie soll ich es nennen? Ich will jetzt nicht verunglimpft Märchen nennen, sondern Geschichten. Ich habe das in Ordnung schon gehört. Diese Geschichte wird euch trotzdem töten, Priodur. Gerade euch. Nun, Preis ist auf meiner Seite. Nun, dieses Kamel wird doch nicht von Prios oder von Rashtula gesandt. Nun, wenn es ein dämonisches Geschöpf ist, dann können wir es bekämpfen. Ein Ifrit, ja. Seht ihr? Ein Ifritim. Also können wir es... es gehört nicht in diese Sphäre. Wir müssen es sogar bekämpfen. Dann haben wir wieder etwas gemein. Seht ihr? Dann Rashtula ist groß. Dem stimme ich zu. Wir sollten die Augen nach diesem Wesen, nach dem Ifrit offen halten und aktiv danach suchen. Und zusammentragen, was wir darüber wissen, was aus Erzählungen berichtet wurde und was ihr sagen könnt, sodass wir diesen Ifrit näher bestimmen können. Nun, es ist groß wie ein Kamel, wie ich bereits sagte. Schwarze Flügel. Ein schwarzer Geier mit Kohleaugen. Hat es Hörner?
Er ist ein Törner, ja. Wie viele? Das weiß ich nicht. Ihr sagt, ihr habt es schon gesehen. Drei oder vier. Ich habe nicht gezählt. Es kreist über uns. Nun gut, da kann man die Hörner auf dem Rücken nicht erkennen. Nun, wir werden sehen. Und wenn sie landen, dann laufen wir. Ja, ich tue vielleicht gut daran, als Händler wegzulaufen. Ich berichte nur von den Geschichten. Aber es ist ein böses Omen. Gut, es wäre doch eine gute Tat, euch von diesem schrecklichen Geier zu befreien. Nun, wir werden die Augen offen halten. Käft ist heilig. Also gut, weiter. Oh, ich sehe, ihr habt euch etwas Contines-Salbe organisiert. Ja, der Mann in diesem Zelt dort hinten sagte mir, es hilft gegen den Sonnenbrand. Der Kaktus ist auch heilig. Er wurde uns von Rastula gegeben. Wie die Wüste. Wie die Wüste. Und der Wind. Wie du auf seine Arme gesehen? Die Verbrennung von gestern sind verheilt. Die Wüste heilt. Rastula Akbar. Ich beuge ihn misstrauisch, wenn ihr das sagt. Ich möchte gerne den Rest des Tages damit verbringen, panisch nach einem großen Geier Ausschau zu halten. Sinneschärfe. Ist das erschwert um meinen Aberglauben, weil ich Angst habe? Kannst du gerne würfeln. Also würfel aber deine Sinneschärfe und danach eine Selbstbeherrschung. Achso, ja, warte, das macht auch Sinn. Genau, weil deine Sinneschärfe an sich ist ja... Du siehst auf alle Fälle eine ganze Menge Geier kreisen. Die werden ja auch als solche beschrieben. Aber das sind wohl normale Geier, würdest du meinen. Ihr könnt dann auch... mittags hattet ihr hier gerastet, seid dann weitergezogen. Nach 4 Stunden könnt ihr euer Lager wieder aufschlagen. Die Sonne geht langsam unter. Und dann kannst du tatsächlich in der Entfernung einen großen schwarzen Schatten kreisen sehen, der tatsächlich die Größe eines Kamels hat. Du siehst... Was ist denn schon wieder... Also diesmal wirklich, guck mal jetzt da drüben, da ist wirklich ein ganz großer Geier, nicht wie beim letzten Mal, wo du gesagt hast, es wäre kein ganz normaler Geier, das ist wirklich ein ganz großer Geier. Ich schau mal in die Richtung, ich brauche mal eine Sinnscheibeprobe. Ja, du siehst einen großen schwarzen Geier mit rot leuchtenden Augen in der Finsternis, in der Dunkelheit, jetzt wo sie gerade untergeht. Nun, das scheint wohl dieser Geier zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug wäre, nachts das Lager zu verlassen. Und diese Novalis werden uns sicherlich nicht helfen. Vor allem bringt das uns nichts, das Lager zu verlassen und nach diesem Vogel, auf den Vogel oder den Ifrit zuzutreten, ohne eine Möglichkeit zu haben, ihn aus der Luft zu holen. Also, dann ist das ja böse Riesengeier. Das scheint so. Also, dann sollten wir uns da vielleicht hinter das Dromedar oder den Kamel oder wie auch immer das Ding hieß, ja, das immer mal anders genannt, stellen, damit das böse Geier-Ding uns nicht packt, sondern das Kamel. Richtig? Vogel. Ihr müsst nichts fürchten. Wir sind bei euch. Das hat unser Freund aber anders gesagt. Er hat gesagt, es ist ein großes Böses. Wir sind doch bei euch. Euch kann nichts passieren. Nee, scheiße, ich bin autoritätsgläubig. Vertraut Praios. Also, ja. Okay, aber ich stehe nicht vorne. Das müsst ihr auch nicht. Genau, ich stehe ganz doll weit hinter euch. Also gut, wir werden Wachen für heute Nacht aufstellen. Was auch immer dieser Geier dort oben in der Luft mag. Er ist kein Novadi, er wird uns angreifen. Er erkennt die Heiligkeit von Rastula nicht. Wir müssen also auf der Hut sein.
Ihr werdet euch ebenso einteilen. Wir haben zwar eine Menge an Kriegern dabei, aber ihr werdet die Mieternacht übernehmen. War selbstverständlich. Jeder sollte seinen Teil für unsere Sicherheit tragen. Ich habe eine Frage. Wie funktioniert das mit den Kamelen? Stehen alle Kamele zusammen? Stehen unsere Kamele bei uns? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr habt jetzt eine Zeltplane, die normal als Zelt aufgebaut wird, in den Sand rein. Und eure Kamele haben Fußfesseln aktuell angelegt, damit sie sich eben nicht weiter bewegen können. Die hocken sich dann einfach hin. Und daneben wird dann das Zelt aufgebaut. Und am Zelt selbst habt ihr dann noch sowas wie eine kleine Feuerschale und eine Wasserpfeife, wenn ihr mögt. Also im Gegensatz zur Mittagshitze grabt ihr euch nicht ein, sondern baut euch dann einfach auf den Hügeln auf. Also, wenn ich habe ja ein ganz gutes Abrichten. Kriege ich es hin, zwei Kamele so nebeneinander zu setzen, dass ich L. mich dazwischen legen kann? Ach so, ja, das kannst du auch machen. Dass ja. auch wenn der Geier kommt, er vermutlich die Kamele fressen wird und nicht mich. Ja, kriegst du hin. Eine Kamelburg. Ja, ich würde mich zwischen die beiden... Also kein L, sondern zwei parallele Kamele, die dann, wo du dich dann dazwischen hockst. Genau. Ja, passt. Und dann schiebe ich auf den anderen beiden Seiten noch so ein bisschen den Sand hoch. Ich wusste nicht, ob ich es wusste, aber es ist wichtig, dass man eine Kuhle gräbt. Das ist kühler, der Sand. Und das ist eine Kuhle ist wichtig. Warum guckt ihr wieder alle so? Kilian würde den auf jeden Fall mal den Arm wieder nutzen und seinen Sonnenbrand wieder heilen. Ich würde beten, Praias, uns helfen, gegen dieses unheilige Ungetücht zu kämpfen und uns beizustehen in einem Kampf. Tja, du hast auch ein Gefühl, ein ziehendes Gefühl. Du spürst Praias ganz deutlich, auch wenn die Sonne untergegangen ist, aber er zieht dich in seine Richtung, in die Richtung des Geiers. Der ist in einiger Entfernung zu euch, der kreist nicht um euch selbst herum, sondern wohl im Südwesten von euch. Im Südwesten kreist er über einer gewissen Stelle. Omar, wir müssen dorthin. Zeig mal in Richtung Südwesten. Dort ist etwas. Mein Herr. Wie meint der Vogel? Ja, hier kreist so etwas. Freies bat. Nee, nicht bat mich. Er führt mich zu diesem Ort. Etwas ist dort, was wichtig ist. Wir müssen unbedingt dorthin. Der Vogel führt euch. Nein, nicht der Vogel. Praias führt mich, natürlich. Ach so, ja, natürlich. Ich komme mit den Gedanken woanders. Dann werden wir den Vogel wohl da aufsuchen müssen, wenn wir den Kampf ihn bringen wollen. Aber wir brauchen immer noch eine Möglichkeit, ihn aus der Luft zu bekommen. Kilion? Kilion, hast du da vielleicht was? Lasst euch überlegen. Auf euch kommt übrigens gerade ein quasi Halbsandgolem zu, weil nur noch diese Sandkruste auf dem drauf klebt. Nun, ich bin nicht für den Kampf geschult. Wir müssen ihn irgendwie aus der Luft holen und das kann sich bei Ifritz als ziemlich schwierig erweisen, wenn man nicht die entsprechenden Zauber hat. Ich werde ihn bannen, wenn er sich uns nähert. Ich könnte einen kleinen Windsturm herbeirufen. Eine direkte und göttliche Bannung, wenn ihr die Möglichkeit dazu hat, dann wäre es wohl das Beste, was wir tun können. Ich bin zwar fähig, dem Paragramma zu sprechen, aber wenn es sich dabei um einen gehörenden Dämon handelt, ist das keine valide Option. Nun, ich glaube, für die göttliche Bannung ist er Praiodur zuständig. Ich kann, wie gesagt, den Wind herbeirufen. Ihr müsst mich nur für eine kurze Weile vor diesem Ding beschützen. Diesen Unwesen aus den Niederhöllen. Dürfen wir das doch mit Magie tun?
Natürlich. Aldan würde mal seinen Kopf aus seinem kleinen Vor herausstrecken. Also, das ist ja, also, ja, es ist ein ganz guter Vorschlag, also, ja. Gideon, kannst du nicht irgendwelche Freunde rufen? Da, wo wir vorher waren, die konnten alle ihre Freunde rufen. Kannst du nicht auch sowas? Wir könnten natürlich einen Djinn der Lüfter auf unsere Seite ziehen, der Aufgabe also, betracht. Da sind ganz viele rumgeflogen, als wir da waren, nur da ein. Da war so ein Wesen, das müsst ihr wissen. Es war wie ein Baum. Ich war gar kein Baum. Ja, das war ich. Aha. Und ihr kann auch so Freunde rufen? Weil wenn wir mehr Freunde hätten, dann, also das wäre sehr gut. Also ich kann einfache Sendboten der Erdmutter rufen. Mächtigere Diener zu rufen, steht nicht in meinen Griffen. Kann euer kleiner Freund uns denn helfen? Oder nicht? Ich weiß nicht, was euer Freund kann, deswegen frage ich. Ist er ein großer Krieger oder ist er so ein schneller Läufer? Was macht er denn? Nun, das kommt darauf an, welcher Diener der Erdmutter den Ruf erhört. Könnt ihr den fragen, ob ein großer Krieger kommt? So ein großer mit breiten Schultern und ganz dicker Rüstung. Ich glaube nicht. Schade. Na, dann werden wir diesen Ifrit wohl aus eigener Kraft bezwingen. Nun, es wird wohl ein wenig Aufwand, Kraftaufwand erfordern, aber nichts, was nicht in uns steckt. Daran zweifle ich nicht. Ja, ich habe auch volles Vertrauen in uns. Wieso, Preio, du hältst das wirklich für wichtig. Und das ist auch eine gute Idee. Es ist wichtig und mein Gott befahl es mir. Ja, ja, wenn ihr das so sagt, dann freue ich mich natürlich, euch begleiten zu dürfen. Seht ihr? Seid mutig. Haltet stand. Das ist unser Weg. Ja, die Herrin Ronra ist mit mir. Ich kann zumindest dafür sorgen, dass wir genügend sehen in der Dunkelheit. Licht zu machen sollte auf jeden Fall schon helfen.